In mir brennt noch dasselbe Feuer. Dasselbe Feuer, das einen immer wieder aufstehen lässt, wie's bei dem MC aus Detroit war. Ich habe Narben auf der Seele, wurde geschlagen und getreten vom Leben, doch kam wieder zurück wie Atkins Boyka im Film. Wusste durch die Flucht aus Berlin nicht wirklich, wie ist es, Freundschaft zu empfinden. Keiner ist heute mehr hier, zum Großteil lag's an mir, da mir vieles nicht so wichtig ist wie den anderen oder viel zu schnell an Bedeutung verliert. Nun bin ich hier allein in der Gaube, schau hinauf zu den leuchtenden Sternen und merk, dass meine Augen feucht werden, während ich aufschreib, was ich so bedauerlich find. Hätte ich mich besser angestellt, hätte ich bestimmt schon Frau und Kind. Und ja, ich lernte viele tolle Mädchen kennen, doch viel zu früh war mir immer nur wichtig, ob sie gut vögeln können. Kaum zu glauben, dass ich Sanft und Schönheit der Frauen bestaun, doch tu mich bis heute noch schwer, damit Menschen zu trauen. Ich lieb's zu kuscheln und sie in den Schlaf zu kraulen, bloß ist da eine Barriere, weil ich weiß, dass wir alleine sterben. Die Techtelmechtel, das Betrachten und Verehren sind okay für mich, doch lasse ich sie nie zu nah an mein Herz. Da es gebrochen ist, ich daran fast gestorben wär. Wie gesagt, tat ich mich vorher schon schwer, bin zu allem Übel noch hochsensibel und wird es durchbohrt von einem Schwert. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich fühle? Es schmerzt sehr. Schütt ich Bier hinter die 12, vergesse ich die Vergangenheit und das Broken Heart Syndrom von 2011. Leider geriet ich in den Strudel des Dauerrausches, wurde süchtig und das wird in Down-Momenten auch zur Daumenschraube, die man sich selber anlegt, an der man selber dreht, wie ein Borderliner, der sich nur durch Peinigung noch selbst erlebt. Ich hab gelesen, Chris, Schmerz ist dein Meister, wer auch immer das Kommentar hinterlassen hat. Ich weiß, man, you nailed it. Ich trag wie viele dieses Riesenkreuz. Die Welt ist die Hölle und Paradies zugleich. So was wie sie machen, ist uns überlassen. Mein Freund, ich überlasse den Vortritt, denn ich würd's 100 pro verkacken. Ich würd mir wünschen, öfter bewusster zu handeln, doch wurd als Träumer geboren und hab keine Lust auf was anderes. Wurd mir auch schon so erklärt vom Psychologen bei der Bundeswehr. Er sagte aber auch, er ist fasziniert von mir, weil ich ein Talent zur Sprache hab, wie seit 86 keiner mehr deutschlandweit, der diesen Test absolvierte. Er sowas nie zuvor in 30 Jahren Karriere erlebt hat und wie ich Worte und Sätze wahrnehme, sowas wie ein kleines Wunderwehr. Und er sagte mir auch, unter uns, ich verstehe, dass du hier raus willst, denn wäre ich kein Soldat geworden, wäre ich Musiker.